Es ist die erste Wohnmobiltour in ihrem Leben. Hilde und Herbert sind unterwegs mit einem gemieteten Fahrzeug. Wir begleiten die beiden zum Lago di Como in Oberitalien. Patrick und Verena sind Globetrotter und wollen nach Afrika. Zwischenstopp an der spanischen Mittelmeerküste. Doch hier sind alle Wohnmobilparkplätze mit Meerblick besetzt. Eine schwierige Entscheidung. Entweder alleine stehen, aber kein Blick. Oder ein bisschen schöner stehen, aber viele Nachbarn. Viele Nachbarn, das muss nicht sein. Dann lieber an der Straße stehen. Währenddessen sind Nima und Steve in Griechenland. Sie nennen sich digitale Nomaden, leben schon seit Jahren im Wohnmobil. Hier arbeiten sie auch, wenn das Internet funktioniert. Steve, wir haben irgendwie 3 Striche, 4 Striche Ausschlag und trotzdem tut das Internet nicht. Am Lago di Como lacht die Sonne. Hilde und Herbert überlegen schon länger, ein eigenes Wohnmobil zu kaufen. Nur welches? Das macht der Herbert. Das überlasse ich dem Herbert. Der ist da der Suchende in der Beziehung und ich ergebe mich da einfach. Wird's denn jetzt ein kleineres oder ein größeres? Ja, breiter vor allen Dingen. Es ist mir einfach drinnen zu schmal. Wir kommen da, das müsste irgendwo... 10 cm muss der Gang ungefähr breiter sein. Und vielleicht auch haben wir schon überlegt, was mit so einem Vollintegrierten, also die vorne ganz flache Schnauze haben wie ein Bus, denn da wird ja die Schnauze her. Ja? Und das nimmt über 1 Meter schon mal weg. Ja? Das heißt, wenn man einen Integrierten hätte, kann der Ganze schon mal mindestens 1 Meter kleiner sein und du hast trotzdem das gleiche Raumangebot. Das ist der große Vorteil. Und kleiner ist wendiger. Und für uns kommt es auf die Wendigkeit dann auch drauf an. Das ist wichtig. Jetzt zieht er die Puschen an. Meine Puschen, mein Rucksack, wo haben wir den? Na, der ist da in der Garage. Das ist jetzt immer das schönste Problem mit dir. Jetzt aber auf zur Fahrradtour. Eine Wasserflasche brauchen wir noch, eine große, zum Umfüllen. Ich hasse diese Dinger, ja. Geduld ist nicht Hildes größte Tugend, das haben wir schon gemerkt. Hinten müssen wir nicht mehr rein, ja? Nee. Na, das ist immer so schwierig. Herbert, ist jetzt soweit dann? Ja, gleich. Ja, zieh deine Schuhe an. Die Wasserflasche gibst mir nur in den Rucksack. So. Mit den Schlössern hat Herbert von Anfang an so seine Probleme. Herbert braucht immer ein bisschen länger. Na, das ist ein bisschen kompliziert. Ja, Herbert braucht so viel länger. Gib mir die Was soll denn das wieder heißen? Ja? Deine Kommentare kannst du dir sparen. Ehrlich, das ist blöd, dieses Gerede. Herbert braucht immer länger, so ein Quatsch. Ja, ich hoffe nur, damit du was zu sagen hast. Gibt gar nichts zu lachen. Wenn Herbert und ich radeln, das ist überhaupt nicht witzig. Das ist ein Bild für Götter. Na, ich muss also das meiste organisieren und machen. Und du stehst da rum und guckst. Ja, gut. Wir können ja mal die Rollen tauschen. Dann kann ich dumme Sprüche machen. Die Fahrräder sind hinten einfach festgemacht, oder? Gut gesichert. Und Herbert ist gewissenhaft. Und das Zweite ist hier. Alles fertig. Oder? Also hält schon. Herbert, warum machst du das fest? Ja? Wir fahren doch gar nicht los. Hab ich doch auch gesagt. Wir fahren doch nicht los. Ja, Herbert, du bist ein bisschen durch den Wind. Jetzt gehen wir. Ja, ich mache es trotzdem fest. Warum? Ja, weil ich sonst, weiß ich nicht, vielleicht. Das langt gleich. Ist auch nicht wurscht. Ja, ja. Ja. Braucht man nicht. Bist du jetzt soweit? Ja. Ich wäre schon parat zum Dann Fahren. Dann bin ich jetzt. Was brauchen wir noch? Nichts mehr braucht man absperren und dahin geht's. Luftpumpe brauchen wir. Oh, Herbert, lass uns fahren. Jetzt noch den Helm.
Das muss sein. Ja. Zu eng. Was? Hast du meinen auf oder deins? Ist das dein deiner? Ganz sicher? Ja, ich kenne meinen Helm. Aha. Du musst einen anders aufsetzen. Ja, ja, bis vorne. So. Mensch, ewig nicht mehr aufgehabt. Bei uns brauchen wir ja keinen. Zu eng. Was ist jetzt wieder? Das ist zu eng. Zu eng? Mhm. Das, ich hab da noch einen anderen gehabt. Mein Herbert, also bis der fertig ist, da kann man ja schon um 7 Uhr anfangen, dass er dann um 10 Uhr mal endlich in die Puschen kommt. Herbert ist da phänomenal. Nein, das kann ich dann jetzt auch nichts für, dass ich den Falschen geschnappt habe. Ich hab immer meine Sachen parat. Ich weiß, was mein Helm ist, ich weiß, was Radl und mein Rucksack ist, Luftpumpe. Ich weiß, das ist bei mir einfach programmiert. Mhm. Der Herbert ist ein Chaot. Nee. So. Ich habe den ersten besten eingepackt, den ich gefunden habe. Ich glaube, ich brauche einen anderen Fahrradpartner. Wenn ich einen finde auf der Strecke, dann tausche ich die aus. Und ich finde bestimmt Radlfahrer. Weißt? Aber so, da schaue ich da mal um die 40 rum. Los geht's. Jetzt geh weiter. Leider in die falsche Richtung. Oh nein. Oh, wir müssen ja jetzt zur anderen Richtung. Nachdem es endlich losgegangen ist, genießen die beiden Wohnmobiltester ihre Tour. Heute sind wir mit dem Radl da. Im Uhrzeigersinn vom Nordufer des Comer Sees mit seinen Villen und Dörfern bis nach Colico. Da geht es auf die Fähre und später dann zurück auf die andere Seite. Bei Nima und Steve, den beiden digitalen Nomaden in Griechenland, hat es eine Veränderung gegeben. Einer ihrer drei Hunde ist gestorben. So traurig das ist, es hat einen Vorteil. Mehr Platz im Wohnmobil. An schönen Orten bleiben sie oft wochenlang, wenn nicht Monate. Wer nicht viel rumfährt, verbraucht auch wenig Benzin. Auf geht's. Los, jetzt komm. Und her. Mit Anlauf. Auf geht's. Jawohl, super, super. Ja. Auf geht's, hol's dir. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Es ist halt auch eine Region, die überhaupt nicht dicht besiedelt ist. Und hier ist so viel Möglichkeiten, wirklich in der Natur zu sein. Das war ja auch immer unser Ziel, dass wir möglichst in der Natur sein wollen, ohne direkt wieder von Menschen umgeben zu sein. Und jetzt haben wir hier einen der saubersten Flüsse Europas. Der zweithöchste Berg von Griechenland. Da kann man Mountainbiken, klettern, wandern. Das ist quasi volles Angebot. Das ist eine schöne Mischung einfach. Ja, das, die Mischung ist super eigentlich. Und trotzdem, es ist für sie keine Urlaubsreise. Viele stellen sich das einfach total urromantisch vor. Und dann fahre ich mit meinem Wohnmobil und stehe mal an den schönsten Plätzen der Welt. Und spätestens, wenn es darum geht, wie finanziere ich das, da setzt bei vielen dann plötzlich so die Gedankenkette aus. Man sollte schon so eine gewisse Gefestigkeit auch als Person mitbringen, weil sich unterwegs keine Probleme von alleine lösen, die man da schon hatte. Es ist nicht so, ich ziehe in den Bus und alles wird immer anders. Nee. Also, das ist anders, aber nicht so das Denken. Ich glaube so, ich komme in meinem Leben irgendwie nicht, ach komm, ich setze mich mal in den Bus und dann... Erwarten viele Leute halt auch, dass sie dann in den Bus gehen und dann wird auf einen Schlag alles, löst sich dann alles in Wohlgefallen auf. Das ist halt nicht so. So idyllisch wie ihr Leben zu sein scheint, ist es nicht. Man darf auch echt nicht vergessen, dass das für uns kein Urlaub ist, den wir machen, sondern wir arbeiten. Und das Reisen mit dem Arbeiten unter einen Hut zu bringen, ist halt auch nicht immer ganz einfach. Und wie sieht die Zukunft aus? Einmal Wohnmobil, immer Wohnmobil? Ich kann halt nicht in die Zukunft gucken. Das kann auch sein, dass wir über den Winter uns vielleicht mal ein Haus mieten, einfach um wieder was anderes zu machen. Die Attraktivität und Unberührtheit der Gegend hier in Nordgriechenland haben auch andere entdeckt und siedeln gleich nebenan.
Da sind sie wieder. Wir haben euch gar nicht gesehen. Ja, ja. Servus, bleib sitzen, bleib sitzen. Hey, bleib sitzen. Wie war's? Ja, wie war's bei euch? Nee, danke, wir gehen gleich. Ist es dir nur zu warm? Hey, servus. Hallo. Hallo. Es war klasse, der Spaziergang. Der ist toll, gell? Schön, ne? Und da ist ja auch schön kühl am Fluss entlang, ja, ja, und so. Wie weit seid ihr gelaufen? Ja, wo der Schlucht so ein bisschen aufhört und sich auseinander geht. Mhm. Können diese beiden sich vorstellen, auf Dauer im Wohnmobil zu leben? Na ja, das kann man sich schon vorstellen. Es ist halt auf die Dauer ein bisschen eng, ne? Also, wir machen gerne im Wohnmobil Urlaub auch. Wir sind jetzt, ja, 7 Wochen sind geplant hier. Mhm. Berührungsängste mit normalen Wohnmobilurlaubern haben Nima und Steve nicht. Morgens vor Malaga. Bis zur Fähre nach Afrika sind es noch 200 Kilometer. Die Globetrotter Patrick und Verena haben kurz entschlossen auf einem Parkplatz an der Straße übernachtet. Doch die Aussicht ist toll. Ihre Wohnung in Berlin haben sie vermietet. Ansonsten sind sie nicht anspruchsvoll und kommen mit wenig Geld aus. Sitzen wir beide was hier? Ja. Höher ein bisschen, oder? Ja, können wir nicht so rüber. Jetzt fehlt nur noch jemand, der das kalte Bier bringt. Auch Globetrotter pflegen ihren Lebensstil. Die Stecke fehlt noch. Wo haben wir die? Die ist bei mir vorne drin, aber ich glaube, die fliegt jetzt weg. Wir haben noch keine Klemmerchen für die. Die müssen wir noch besorgen, dass die Tischdecke nicht wegfliegt. Also Klemmerchen für die Tischdecke besorgen. Und sonst? Ja, erstmal ankommen, ne? Und dann wollen wir auch noch mal ein bisschen arbeiten. Ich will mein Buch schreiben. Und hier mit der Aussicht macht das natürlich doppelt so viel Spaß. Zuerst will uns Patrick aber noch von Afrika erzählen. Hol mal Laptop. Willst du Laptop-Stand auch mit Tastatur und so? Nee. Das ist zu viel Aufwand. Jetzt habe ich keinen Bock. Mal gucken, ob wir bei der Sonne überhaupt was sehen. Also, wie sind Sie vor 8 Jahren zu Globetrottern geworden? Eigentlich haben wir vorgehabt, innerhalb von einem Jahr von Berlin bis Kapstadt zu fahren. Der Plan hat irgendwie gar nicht hingehaut, also aus dem Jahr wurden 2 Jahre. Und als wir dann da waren, sind wir kurz nach Deutschland geflogen, fanden es irgendwie nicht mehr so spannend in Deutschland und haben beschlossen, wir müssen weiterreisen und sind dann noch 4 weitere Jahre geblieben. Also wir waren insgesamt 6 Jahre in Afrika unterwegs. Von ihren Abenteuern erzählen sie in ihrem Blog. Zum Beispiel von dem Tag, als der Hanomag zum Lebensretter einer Kuh wurde. Die Kuh war im Graben gelandet und wäre wohl ertrunken, wenn die beiden nicht mit ihrem Hanomag zu Hilfe gekommen wären. Uns hat es einfach gut gefallen. Also wir lieben beide die Natur, wir lieben Wildlife, wir lieben die Freiheit und machen können, was wir wollen. Und das ging in Afrika hervorragend. Wir haben ganz tolle Plätze gehabt, wo wir wirklich wochenlang direkt am Nationalpark standen, wo dann morgens die Elefanten bis an den Tisch kamen, dass wir die Flucht ergreifen mussten, weil wir sonst schon Angst hatten. Wo wir nachts nicht aus dem Auto konnten, weil irgendwie Löwen vorm Auto waren oder Flusspferde und Ähnliches. Also einfach ein Traum. Einen Albtraum habe es aber auch gegeben. Das war an dem Ort, wo wir sehr lange standen, die 8 Monate in Malawi am Cape Maclear. Und eines Abends, ich hatte die Tür auf, habe noch was am Laptop gemacht, standen plötzlich 4 junge Männer vor der Tür. Und ohne Vorwarnung hat dann einer mit der Machete zugehaut und hat mich hier getroffen. Das war ein richtig tiefer Schnitt, passt bis auf den Knochen. Zum Glück war an dem Ort eine Klinik, sodass ich dann sofort gleich behandelt werden konnte. Weil das Problem mit den Macheten ist eben, dass die für alles genutzt werden und nicht so sauber sind. Die werden ja genutzt fürs Grashacken, für Fleischhacken. Und deswegen ist das größte Problem ist dann das Infektionsrisiko. Heute ist alles verheilt, das Trauma nach dem Überfall auch.
Das ist so ein bisschen wie beim Motorradfahren. Wenn man beim Motorrad einen Unfall hat und sich dann nicht mehr traut aufzusteigen, dann wird es immer schlimmer und das geht dann irgendwann gar nicht mehr. Das ist eigentlich bei dem Überfall genauso. All das und mehr will sie nun in ihrem geplanten Buch erzählen. Ich hatte mich jetzt auch eine Zeit lang damit beschäftigt, ein Programm zu finden, womit man das gut schreiben kann, weil ich das jetzt eben nicht in Word 300 Seiten runter chronologisch schreiben will und weil ich lieber dann schreibe, worauf ich auch Lust habe, auf verschiedene. In meinem Kopf ist das eher nach Schauplätzen, auch Personen. Mir ist sehr wichtig, dass wir auch viele inspirierende Begegnungen hatten mit verschiedenen Leuten, dass man auch da die Geschichten dazu erzählt. Begegnungen gab es, Schauplätze auch und ein Schreibprogramm hat sie auch schon runtergeladen. Einen Verlag will sie nicht. Sobald man mit dem Verlag zusammenarbeitet, wollen die auch mit einem zusammenarbeiten und vielleicht auch reinreden. Und deswegen möchte ich das lieber selber verlegen. Wir haben ja auch unsere Zielgruppe über den Blog, die uns schon jahrelang folgen. Der Anfang ist gemacht. Jetzt sollte sich das Buch doch wie von selbst schreiben lassen, denkt sie. Süditalien ist für Wohnmobilfans ein Traumland. Es lockt die Natur und das Gefühl von Freiheit, das eigene Haus immer dabei zu haben. Doch nicht jeder will allein durch ferne Länder touren. Darum gibt es Gruppenreisen. Jeder mit seinem Fahrzeug. Und Reiseleiter Giacomo Bellardi weiß, eine Gruppenreise ist wie ein Fußballspiel. Als ehemaliger Jugendtrainer kennt Giacomo die Voraussetzungen genau. Das ist die Gruppentauglichkeit und die Teamfähigkeit. Eine Mannschaft muss ein Team sein, um erfolgreich zu sein. Und je mehr man natürlich auch hier in so einer Reisegruppe eine Teamfähigkeit, umso schöner wird eigentlich dann die Reise und bleibt dann doch für viele sehr beeindruckend. Auch seine Frau Heidi ist davon überzeugt. Ja, das sind schon von Vorteil und zwar aus dem Grund, weil da kann man ja ein bisschen was von der Teamfähigkeit, die man ja auch beim Fußball braucht, übernehmen zu einer Gruppenführung. Und ja, das eine oder andere ja, gedanklich mitverwenden. Was beiden zuwider ist, sind Fouls und unfaires Spiel. Wenn jemand also ständig am Motzen und am Maulen ist und ja, das passt nicht und jenes passt nicht oder es läuft ständig was schief, das würde also schon an meine Nerven nagen. Um Nervenkriege und Staus zu vermeiden, lautet Giacomos Spielregel, in Kolonne fahren gilt nicht. Jeder Mitreisende fährt allein nach einem Roadbook bis zum nächsten Treffpunkt. Gut eingespielte Wohnmobilisten sind die Lenhards aus Geislingen. Schon mehrmals waren sie in Italien. An der geführten Gruppentour lieben sie die Bequemlichkeit. Jetzt wollen wir uns mal führen lassen. Du musst halt nicht denken, du wirst geführt, die Leute buchen für dich, die machen das Abendessen. Buchen die und ja, es ist einfacher. Ist angenehm, so eine Reise zu machen. Vergisst man nicht manchmal ganz wichtige Dinge einzupacken? Ja, das ist es, aber da habe ich meine Frau. Und die macht schon lang vorher Liste, schreibt alles auf. Und wie sie es reintut, streicht sie es ab. Sie packt, er fährt. Und Christine verlässt sich auch voll auf ihren Daniel. Ich bin da voll gut aufgehoben bei ihm. Er ist von Hobbyfahrer eigentlich. Er fährt fürs Leben gern Auto. Diese Tour führt durch süditalienische Apulien. Hier an der Adria gibt es noch unberührte Landstriche. Auf einem Campingplatz am Meer bei Vieste ist die Reisegruppe heute verabredet. Am Abend kommen alle zusammen. Drei Ehepaare,
zwei Einzelfahrer, alle im besten Rentenalter. Allen gefällt die straffe Planung von Giacomo. Weil um 8:30 müssen wir ja schon los, ja? Und um 7 Uhr würde ich die Brötchen holen. Morgen früh um 8.30 Uhr fahren wir hier ab, werden wir mit Shuttle abgeholt, fahren wir ab zum Hafen, runter nach Vieste und fahren dann um 9.30 Uhr, die fangen dann die Bootsfahrt an. Giacomo ist ein gebürtiger Römer, der in Augsburg aufgewachsen ist. Dass er mal junge Fußballer trainiert hat, darf man ihm ruhig anmerken. Diese Liste hängen wir ans Wohnmobil außen hin, ja? Dann kann jeder immer wieder mal nachschauen, ja? Ohne zu kommen und zu fragen oder bei uns zu klopfen. Einfach schauen, was steht da drauf. Ja? Okay? Ein gutes Aufbauspiel, so werden junge Fußballer trainiert und genauso Wohnmobiltouristen durch Italien geführt. Und Christine und Daniel starten heute Abend mit kühlem Kopf in die Anfangsphase. Am nächsten Morgen. Pünktlich um 9 sammelt Reiseleiter Giacomo sein Team vor der MB Leonarda. Keiner hat verschlafen. Eine Bootsfahrt durch apulische Grotten steht auf dem Programm. Herzlich willkommen an Bord von Leonardo, hier in Vieste. Oh, grazie, grazie. Non ho capito, però io dico grazie. Vorbei an Sarazenertürmen, die früher vor Piraten schützen sollten, geht es in Grotten, die hier alle eigene Namen haben. Zum Beispiel die Grotte mit den zwei Augen. Wer hätte das gedacht? Hier scheint die ganze Küste durchlöchert zu sein. Sitzen bitte! Ja! Ja! Der Kapitän kann stehen bleiben. Er kennt seine Größe von 1,68 Meter genau. Hier führt er in die legendäre eingebrochene Grotte. Letzter Einkauf vor der Überfahrt nach Marokko. Nach längerem Suchen haben die beiden Afrikafahrer doch noch einen spanischen Baumarkt gefunden. Was braucht man alles in Afrika? Oh, man braucht noch viel mehr in Afrika, als wir hier kaufen konnten. Aber wir haben uns hier vor allem mit Brennspiritus eingedeckt. Wir kochen im Auto nicht mit Gas wie die meisten, sondern wir haben entschlossen, unser Auto komplett gasfrei zu halten und kochen innen mit Spiritus. Und wir wissen nicht sicher, ob wir den in Marokko bekommen. Darum haben wir einfach mal ein bisschen Vorrat mit. Für den nächsten Stopp folgen die beiden wieder einem Geheimtipp aus der Szene. Kurz vor Algeciras haben wir eine Empfehlung bekommen, wo man auf dem Strand stellen kann. Und dann sind es bis Algeciras nur noch ein paar Kilometer. Also los. Heute winkt endlich die große Freiheit am Strand. Abseits der Großstadt. Endlich mal ganz in Ruhe ankommen und genießen. Und dann kommt der Felsen von Gibraltar schon in Sicht. Bis zur Fähre nach Afrika ist es dann nicht mehr weit. Tatsächlich. Der Geheimtipp aus der Szene scheint ein Traumstrand zu sein. Und Verenas Buch schreibt sich fast von alleine, oder?
Apulien ist ein Heimspiel für Reiseleiter Giacomo. Dann haben wir Gurken. Einkauf für das abendliche Buffet. Also zwei gelbe, hä? Du musst ja wissen, wie viel wir letztes Mal ungefähr gehabt haben. Reichen die? An Gemüse haben wir alles. Jetzt nehmen wir Obst noch, oder? Gemüse. Devi sempre guardare più rossa, eh? Più rossa, eh? Perfektes Zusammenspiel zwischen ihm und Frau Heidi. Auf dem Campingplatz hat Giacomo dann schnell das Team für das abendliche Buffet aufgestellt. Ich habe noch das eine mit. Giacomo hat mir jetzt alles dahergestellt. Jede Aufgabe entspricht den lange trainierten Fähigkeiten. Ja, ja, weil ich mein Mann schneiden müssen lassen müssen. Einfach so. Also der Giacomo hilft mir immer mit Schnippeln. Wenn ich Gemüse mache, da ist er ganz wild drauf. Und dann freut er sich schon. Wenn das dann eine ganze Schüssel ist. Und dann geschickt pirscht sich ein Teamkollege heran und hat Vorschläge zur Spieltaktik. Du musst das schneller machen, weißt du? Ja, also ich kann nur mit einer Hand schälen. Du weißt ja, was das ist, wenn Frauen in der Küche stehen, gell? Ja, was ist das? Artgerechte Haltung. Ja, ja, das kenne ich. Du, ich hab mal Fußkettchen habe ich ja normalerweise um. Ja. Dann komme ich ins Büro und die sehen das Fußkettchen und haben sie gesagt, haben wir heute Ausgang? Ist man sonst an der Kette in der Küche angehängt. So, also, ich habe mal einen Trinkspruch hier. Für unsere Runde. Seid einverstanden? Ja. Jawohl. Also, dann sind wir soweit. Ja. A meter ferre, a meter zurück, a meter avi, a meter afi. Herrgott, san mir leid, saufer, wit, vorleib, voll Teufel, Schamzeit. Prost! Wisst ihr eigentlich, wie in der Pfalz das Ende vom Brot heißt? Nee. Das ist es Knätzje. Es Knätzje. Knätzje. Wie heißt das bei euch in Österreich? Das Scherzel, das Brotscherzel. Das Scherzel. Das Scherzel. Wie heißt das auf Italienisch? Auf Italienisch gibt's das nicht, weil wir das Brot ganz aufessen. Bei uns gibt's nur in Schwaben, heißt bei uns in Augsburg Gigele. Das Gigele. Mit den Feinheiten des Griechischen sind die digitalen Nomaden Nima und Steve noch nicht viel weiter gekommen. Aber bei ihnen reift eine Idee. Wie wäre es, hier im wilden Norden zu überwintern? Diesmal aber in einem festen Haus. Hier ist jetzt Konica. Und dann fahren wir heute nach Pardes, oder? Ja, auf jeden Fall, Mann. Dann muss ich aber den kleinen Finger nehmen, weil Pardes ist im Grunde nur ein kleiner Finger entfernt von Konica. Ja. Was haben Sie gesagt? 30 Kilometer, gell? 30 Kilometer. 30 Kilometer, Richtung. So ein großer Weg. So ein Feldweg. Und so geht es heute von Konica hoch in die Berge. Dort, im Dörfchen Pardes, sind Sie im letzten Jahr schon gewesen. Pardes ist ein Naturschutzresort. Es gibt ein kleines Restaurant, das vom Staat unterstützt wird. Die Betreiber kennen sie. Und die hatten ihnen von dem Haus erzählt, das man sehr günstig mieten kann. Das wollen sie sich jetzt noch einmal ansehen. Dimitri! Der Hector, der sammelt mir die ganze Jacke voll. Der nice house. Der nice like house in Pardes. Kalispera, welcome. I am Norman. How are you? Jetzt im Sommer haben Angeliki und Elias das geräumige und gemütliche Haus gemietet. Ein Skipper und eine Soziologin. We searched everywhere in the car and we didn't find her.
She was hiding because she was afraid. We were taking a bump. Know, hiding. in the crash bed, you know, like. What do you pay as a rent? Like 200 euros, something? Yes, that's it. 200 euros per month. 200 Euro? Und dafür dann so ein Haus? Genau. Und die haben auch noch andere. Also, wir haben schon andere gesehen, da kostet es dann 140 oder so. Also, das ist halt schon Deluxe-Haus. Also, für 200 ist schon. Aber es ist halt auch echt. Und 200 Euro, das haben wir auch an Spritkosten. Also, wenn wir dann halt sagen, das Auto bleibt stehen, dann ziehen wir halt für 200 Euro mal ein Haus, ein paar Monate. Wichtig ist halt, dass man es warm hat und dass man Internet hat. Zum Arbeiten. Das sind die Kriterien. Brauchen wir halt auch Internet, klar. Wir waren ja schon mal vor ein paar Monaten hier und haben das Haus dann auch schon mal gesehen, kurz, weil wir zum Essen eingeladen waren. Und da kam uns die Idee, so ein Haus in so einer Region so abgeschieden, das könnten wir uns tatsächlich auch mal für den Winter zumindest vorstellen. Das heißt ja nicht, dass es direkt wieder was für ewig werden muss. Nee, also ist grundsätzlich schon. Gedanke. Ja. Eigentlich wollten sie in diesem Sommer weiter nach Norden ziehen, vielleicht bis Bulgarien. Doch nun hat es ihnen die wilde Natur hier so angetan, dass sie bleiben wollen. Und weil auch digitale Nomaden nicht gern frieren, werden sie im Winter vielleicht in dieses Häuschen ziehen. So viel Zeit hat die Reisegruppe von Ex-Fußballtrainer Giacomo nicht. Unterwegs in Apulien ist das Programm dicht gedrängt. Mitfahrer Daniel macht sich seinen eigenen Reim auf all die Sehenswürdigkeiten. Sie wussten nicht, wohin mit ihrer Steine, dann hätten sie halt ihre Dächer gedeckt. So war es natürlich nicht. Diese Trulli genannten Steinhäuser wurden ohne Mörtel errichtet, um Steuern zu sparen. Kamen die Finanzbeamten, baute man sie schnell ab. Kein Haus, keine Steuern. Und weiter. Nächstes Etappenziel, das Castel del Monte. Dort wird heute gefeiert. Mit der Festa della Repubblica wird der Staatsgründung Italiens von 1946 gedacht. Und natürlich auch an den Erbauer, den Stauferkaiser Friedrich II. Bei aller Bewunderung für den fast 900 Jahre alten Bau kommen Zweifel auf, weil der Stauferkaiser doch gar kein gebürtiger Italiener war. Ja, Italiener hätten das doch gar nicht hingekriegt. Ein klares Foul. Schau dir mal, was wir in Italien für Bauten haben. Wir haben doch die tollsten Bauten und die ältesten Bauten, ob das Petersdom und Castello und sonst was sind. Das sage ich dir aber. Ich bin Römer, merkt ihr das? Ja? Giacomo Bellardi greift durch, zu Recht. Aber vielleicht ist seine Reisegruppe von den vielen Sehenswürdigkeiten etwas überfordert. Doch auf einem der größten Campingplätze Europas bei Gallipoli lässt sich wunderbar entspannen. Das gilt für den Ex-Fußballtrainer Giacomo genauso wie für seine Reisegruppe. Nach so vielen Auswärtsterminen muss auch ein freier Tag mal sein. Für Daniel und Christine ist es nicht die erste geführte Wohnmobiltour. Schon dreimal haben sie nun die Bequemlichkeiten einer durchorganisierten Reise genossen. Aber diesmal hat es ihnen besonders gefallen. Die Gruppe war top. Also familiär, kameradschaftlich. Also wirklich kein Stinkstiefel dabei. Super Reiseleiter. 1+. Wunderbar. Also es war wirklich schön, noch ein zweiter, dritter Tag ist mir das vorgekommen, wie wenn wir schon immer befreundet wären. Wir haben ja noch einen Pfälzer dabei, ne? Der liegt mir eh. Also der war, das war richtig eine schöne Gruppe. Und gefallen hat uns ganz besonders die Trulli-Stadt. Die war bis jetzt das Highlight. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was jetzt kommt noch in Madeira. Auf Schwäbisch klingt's wie Madeira, aber Daniel meint natürlich Matera.
Die Stadt ist Weltkulturerbe. Auch Giacomo und seine Frau Heidi sind erleichtert, dass nichts schiefgegangen ist auf ihrer Tour. Bis auf die Hitze hier vielleicht. Im Sommer brennt die Sonne oft bei 40 Grad im Schatten. Doch Christine und Daniel wissen es zu nehmen. So, jetzt haben wir das Sommer, ne? Am Anfang haben wir kalt gehabt und viel Wasser. Und jetzt haben wir kein Wasser und es war warm, gell? Ist das lecker. Oh, kein Trinkwasser, kein Italienisch. Ah, du bist ein. In der berühmten Höhlenkirche ist Fotografieren und Filmen nicht erlaubt. Die einzigartigen Fresken könnten Schaden nehmen. Ja, ich habe eine Karte mit. Schau mal. Guck mal von dieser Höhlenkirche. Ah, schön. Die Kirche muss man so gesehen haben, wenn man da ist. Ne? Wenn man da ist, muss man so. Ja. Ja, und diese Fresken da, die sind super rausgekommen. Ne? Ja. Abends die erleuchtete Höhlenstadt. An dieser Tour fehlte wirklich nichts. Fast nichts. Shopping hat mir gefehlt. Christel, ich verspreche dir, wenn du bei einer der nächsten Touren mit uns wieder fahren solltest, werde ich extra einen Nachmittag, einen Shopping-Nachmittag für die Damen einplanen. Diese Reise geht zu Ende. Doch Christine hat noch nicht genug. Von Matera aus starten sie und ihr Mann gleich in den nächsten Urlaub nach Kroatien. Man muss ja auch mal ausspannen und shoppen können. Auch für die Wohnmobilneulinge Hilde und Herbert neigt sich die Reise langsam dem Ende zu. Heute wollen sie weiter zur letzten Station an den Lago Maggiore. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich Sie was fragen? Sie? Ich habe Ihr Wohnmobil gesehen und Sie haben hier so eine, also diese abgespeckte Nase oben drauf. Ne? Die anderen, ja, die anderen haben ja immer dieses Riesending. Und das passt sich ja richtig harmonisch so ein in die Biegung der Windschutzscheibe. Ja, aber das ist von hier. Wenn man jetzt liegt, wenn man hier im Bett liegt, ja, wie viel Platz ist nach oben? Ja, lass mal das Bett runterlassen. Oh, das wäre nett. Und dann hat es da eine Mittelposition. Ja. Weil man könnte jetzt noch eine Variante haben. Das ist jetzt so ungefähr 90 bis 1 Meter höher. Ja, denke ich, ja. Aber man kann so liegen und unten könnte man jetzt auch noch ein Doppelbett machen. Ah ja, das ist gut. Muss man aber separat bestellen. Ja, toll. Das ist gut. Schön. Was halt hinten ist, das Raumbad. Das ist einfach auch noch ein Highlight von dem. Das ist bei uns ganz klein. Ja, das war für uns ein wichtiges Kriterium. Da hinten ist ein Bad über die ganze Breite. Ja. Rechts die Dusche, links das Klo und in der Mitte das Lavabo. Oh, das ist also super. Toll. Da kann einer duschen, wir haben das auch schon ausprobiert. Und einer geht aufs WC. Und ganz toll. Sie können auch morgens hier zumachen. Das gefällt mir. Ganz toll. Also Platzangebot fanden wir hervorragend. Und, das ist auch gut. Es fiel mir Ablage. Wir haben ja so eine klitzekleine Ablage nur. Toll. Kleiderschrank. Ja. Auch ein langer, ne? Ja. Oh, auch gut. Einer lang. Und da hinten haben Sie dann alles quer und dann haben Sie da noch eine Stange. Haben Sie allerbesten Dank. Hallo, das wird in meinem Kopf bleiben. Schön. Viel Platz überm Kopf und überhaupt. Herbert ist Feuer und Flamme. Hilde! Was ist? Hilde. Ah, was ist denn? Ein super Wohnmobil habe ich angeschaut. Na, hast du das zum Schluss nur entdeckt, das oder ist, was? Also das, schade, dass du gestern nicht dabei warst. Ja. Aber das ist genau das, was wir uns vorstellen. Ja, wenn du das sagst, dann glaube ich es dann. Das Bad doppelt so groß wie unseres. Okay. WC doppelt so groß. Gibt's getrennt. Ja. Die haben hinten kein Bett mehr. Die haben ein Hubbett. Und das Hubbett geht runter bis auf die Sitze. Du hast 1,50 Meter oder 1,20 Meter Platz. Foto hast du da gemacht? Ja, na klar. Alles klar. Von innen und außen Fotos? Von außen hauptsächlich. Von innen können wir alles ansehen im Internet. Die Begeisterung ist da. Doch wir kennen die beiden mittlerweile und bleiben etwas skeptisch.
morgens vor Gibraltar. Wie haben die Afrika-Fahrer die Nacht verbracht? Morgen, hier ist super ruhig geworden, nachdem die Sonne unterging. Da hatten die keinen Bock mehr, mit den Mopeds rumzufahren. Da war es hier dann traumhaft. Ich probiere gerade meinen neuen Backofen aus, indem ich hier ein Brot backe. Noch keine Ahnung, wie es rauskommt, weil ich mit dem Backofen noch nie gebacken habe. Aber wir können ja mal schauen, wie weit es schon ist. Es wird langsam. Was mit dem Ofen auf jeden Fall klappt, ist Lasagne und Pizza. Das haben wir schon probiert. Das hat hervorragend funktioniert. Ob das geht, weiß ich nicht. Lasagne und Pizza klappt sicher. Die Sonne scheint, der Stellplatz hat mehr Blick. Die Abenteurer sind zufrieden. Die Arbeit am Buch kann warten. So lässt sich's aushalten. Wir lassen einfach auf uns zukommen, wir lassen es uns treiben. Und so hat man eben auch die Flexibilität, wenn wir jetzt Reisende treffen, die sagen was, ach, geben uns noch einen Tipp, fahrt doch noch mal dahin, schaut euch Gibraltar an oder fahrt noch weiter nach Tarifa, dann können wir das einfach machen, weil wir ja eben jetzt keine festen Termine haben. Ja, und ein weiterer ganz großer Vorteil ist, wir leben dort, wo andere Urlaub machen. Also wir treffen ganz viele Leute, die arbeiten dann jeden Tag, 6 Tage die Woche im ganzen Jahr, um dort 2 Wochen hinzufliegen, wo wir manchmal Monate verbringen. Eigentlich wollten sie so schnell wie möglich nach Afrika. Doch Patrick und Verena haben es niemals eilig. Und so geht Fähre um Fähre ohne sie ab nach Marokko. Die beiden entscheiden alles spontan und sind in Spanien noch fast 2 Monate hängen geblieben. Mit Meerblick, Liegestuhl und frisch gebackenem Ofenbrot. Und mit großen Zukunftsplänen. Wir dürfen gespannt sein auf die Vorträge und das Buch. Herbert und Hilde, die Wohnmobiltester, erreichen ihre letzte Station auf ihrer Tour zu den oberitalienischen Seen. Wir sind angekommen am Lago Maggiore. Und jetzt? Und was jetzt? Willst du jetzt machen? Jetzt, was ich jetzt machen möchte, jetzt müssen wir erst einmal schauen, wie viele Nächte wir hier bleiben, weil wir möchten ein bisschen. Gehen wir mehr in den Süden oder mehr im Norden? Ja, wenn wir radeln wollen, ist ja gut. Wenn ihr wandern willst, bist du ja falsch. Mehr in die Berge rein möchte ich dann. Dann wollen wir vielleicht noch einen Tag bleiben. Bleiben wir nur einen Tag. Weitere Reisen im Wohnmobil sollen folgen. Also insgesamt hat es uns gut gefallen, gut. Ganz prima. Ja. Ja. Ist wirklich diese Unabhängigkeit und Freiheit und du bist gleich draußen in der Natur, das ist schon toll. Ja. Man hat schnell Kontakt zu seinen Nachbarn. Und was für ein Wohnmobil wollen Sie nun kaufen? Vom Wohnmobil her, ja, gibt's Abstriche. Da würden wir wahrscheinlich doch lieber ein kleineres nehmen, ein höheres, wo auch alles drin ist, aber womit wir beweglicher sind. Ja. Und das zum Beispiel jetzt auf der Strecke darunter. Da waren so gut wie keine Plätze, wo man mal anhalten kann schnell oder einen Kaffee trinken kann oder ein Foto machen kann, weil das nur normale Parkplätze sind für normale Autos. Aber ich habe 2-mal einen gesehen, ein Wohnmobil, das war 1 Meter kleiner, gut 1 Meter kleiner. Und das hat in die Parklücken gut reingepasst, also in diese Parkbuchten. Ihr Fazit? Außen muss das Wohnmobil kleiner sein, innen aber unbedingt größer. Ob die beiden sich noch einig werden, steht wohl in den Sternen.